Jan, ich bin's wieder, Kizuna Aihara, hier mit meinem Let's Play von Apollo Justice Ace Attorney. Und wir erinnern uns, wir haben mit der vierten Episode gestartet. Mitten bei der Verhandlung von Vera Misham ist die Angeklagte, aufgrund einer Vergiftung ins Krankenhaus geschickt worden. Und statt da weiterzumachen, wo Apollo aufgehört hat, haben wir stattdessen gesehen, was bei Phoenix passiert ist, 7 Jahre zuvor. Also der verhängnisvolle Fall, wo er seine Anwaltskarriere aufgeben musste. Jetzt wissen wir genau, was da passiert ist, aber es stehen immer noch ziemlich viele Fragen offen. Und das kann uns jetzt das folgende System erklären. Das Mason-System. Let's begin. Mit diesem Prozess vor 7 Jahren hat alles angefangen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Geheimnisse der Vergangenheit wirken wie ein Zauber auf die Gegenwart. Aber das werden Sie schon bald selbst feststellen. Welcher von McNiffy Grammarys Schülern hat den Abzug betätigt? Wohin ist der verschwundene Angeklagte Zack Grammary gegangen? Welche dunkle Wahrheit verbirgt sich hinter dieser gefälschten Tagebuchseite? Und was ist mit dem Mädchen, das zurückgelassen wurde? Die Vergangenheit hat uns diese 4 Schlüssel zur Wahrheitsfindung hinterlassen. Aber das ist noch nicht alles. In der Gegenwart gibt es auch 4 Schlüssel. Und wenn all diese Fragen beantwortet sind, wird der letzte Prozess beginnen. Aber zuerst müssen Sie der Wahrheit von damals und heute auf den Grund gehen. Stellen Sie sich vor, es wäre ein Spiel. Ich, Phoenix Wright, werde Sie durch dieses Spiel führen. In jenem schrecklichen Prozess habe ich gefälschte Beweise vorgelegt und war am Ende, als der Angeklagte mitten im Prozess verschwunden ist. Was danach aus mir geworden ist? Im Laufe Ihrer Ermittlungen werden Sie das herausfinden. Ach, und noch etwas. Da gibt es etwas, was ich Ihnen sagen muss. So wie Apollo Justice sein Armband hat, habe auch ich sozusagen meine ganz eigene Waffe. Mein Magatama. Sie wollen wissen, was es kann? Das werden Sie schon selbst herausfinden müssen. Na gut, wollen wir beginnen? Berühren Sie den Pfeil, um zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu wechseln. Aber lassen Sie uns vor 7 Jahren beginnen. In der Vergangenheit. Es ist genau der Moment, nachdem mein letzter Prozess sein plötzliches Ende fand. Sie wissen jetzt also, worum es bei dem Spiel geht. Dann lassen Sie uns spielen. Ja, Phoenix hat das ja jetzt so richtig schön erklärt. Wir können sozusagen Ordner wechseln. Es gibt 2 Ordner: Vergangenheit und Gegenwart. Im Moment haben wir noch nichts bei der Gegenwart. Deshalb auch diese Fragezeichen. Doch mit jedem Male, wo wir einen dieser Schlüssel in Anführungszeichen, dieser Ebenen, sagen wir mal Dateien, abgeschlossen haben, tauchen neue Dateien auf. Also jetzt im Ordner der Gegenwart. Und Phoenix hat uns ja jetzt geraten, haben wir ja gerade gesehen, dass noch keine Datei verfügbar ist in der Gegenwart, dass wir uns jetzt mit der Vergangenheit beschäftigen.
Und als erstes fangen wir mal an mit der Anwaltskanzlei Wright und Partner. Dieser Albtraum von Prozess war vorbei. Und der neue Albtraum des Herausfindens, was passiert war, hatte gerade angefangen. Ich wollte nur noch aufwachen oder einfach weglaufen. Aber ich bin vielleicht der Einzige, der etwas Licht ins Dunkeln bringen kann. Und außerdem hatte ich sehr viel Zeit. Dank der Entscheidung der Anwaltskammer. Ohne Anwaltsmarke lässt es sich nur schwer arbeiten. Vor 7 Jahren, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Ja, der arme Phoenix. Jetzt ist es soweit. Na, jetzt ist er kein Anwalt mehr zu diesem Zeitpunkt. Tut mir so leid. Nun ja, lüften wir erstmal ein entscheidendes Geheimnis schon mal. Nämlich, was das zurückgelassene Mädchen betrifft. Ah, guten Morgen, Paps! Ach, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Bist du in Ordnung, Paps? Hacken sie auf dir herum? Mir geht es gut, wie immer. Dieser alte Junge ist schließlich hier, um mir zu helfen. Für sie immer noch der junge Mann. Guten Morgen. Du hast ja ein putziges Kostüm an. Dankeschön. Heute ist schließlich meine erste Show. 2 Wochen sind seitdem vergangen. Ich rief sie in mein Büro. Ja, Trissy, nicht weinen. Ja, sie sieht wirklich so aus, als ob sie gleich in Tränen ausbricht, die Kleine. Natürlich, ihr Vater ist abgehauen! Trissy, es gibt etwas, worüber wir reden müssen. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen, seit dein Vater verschwunden ist. Wir müssen anfangen, über deine Zukunft nachzudenken. Ich habe ein paar Telefonate geführt. Es fällt mir schwer, dir zu sagen, dass du keine Verwandten hast. Und deshalb frage ich mich, ob du nicht eine Weile bei mir bleiben willst. Nur bis dein Vater wieder nach Hause kommt. Das wird nicht lange dauern. Hoffe ich wenigstens. Natürlich ist es allein deine Entscheidung. Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du auch gerne woanders hingehen. Es gibt noch ein extra Schlafzimmer und alles Nötige. Das ist so seltsam. Herr Anwalt, Paps hat mir von dir erzählt. Er hat gesagt, ich kann dir vertrauen. Hä? Wirklich? Wenn ich also hier bleibe, heißt das dann, dass du meine Familie bist? Wie? Ich denke schon. Das wird ja immer seltsamer. Herr Anwalt? Warum nennst du mich nicht einfach Nick? Oder nenn mich Paps, wenn du magst. Es muss ja nicht schon heute sein. Okay, sag mal Paps. Das ging aber schnell. Ja? Wenn ich zu dir ziehe, dann muss ich die Schule wechseln, richtig? Und ich habe an meiner letzten Schule nichts für das Essen bezahlt. 1 Jahr lang. Also dann, danke, Paps. Ah. Und diese Kanzlei, die ist ja stinklangweilig. Ein bisschen Farbe wirkt Wunder, weißt du? Aha. Oh, und Paps, du bist gefeuert worden, richtig? Autsch, mitten ins Gesicht. Mach dir keine Sorgen. Ich werde doppelt so viel arbeiten. Das schaffen wir. Oh, ist die süß. Trissy, wie alt bist du eigentlich? Oh, ich bin 8. Aber lass dich nicht von meinem Äußeren täuschen. Ich bin ein junger Profi. Bleib bei mir und alles wird gut, Paps. Danke. Warum fühlt es sich so an, als sei sie die Chefin?
süß. Ja, hier statt bewegen steht Suche beenden. Das heißt, dass wir dann, wenn wir hier nichts zu tun haben mehr oder nicht weiter wissen hier an diesem Ort, dass wir dann aus dieser Datei rausgehen können und eine andere Datei zu überprüfen. Ich nenne das jetzt mit Absicht Datei, weil das ist ja fast wie ein Computer, das Mason-System. Na okay, sprechen wir mit Trucy. Also Paps, du bist als Anwalt gefeuert worden, richtig? Du könntest doch wenigstens zur Seite blicken oder so, wenn du das sagst. Es ist ziemlich hart für mich, für deinen Paps. Oh, tut mir leid, Paps. Warte, ist das etwa verletzter Stolz? Mein anderer Paps hat immer davon geredet. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Also, hier ist meine Idee. Wir eröffnen ein neues Büro. Anwaltskanzlei klingt so trocken, findest du nicht auch? Und so werde ich auch keine Freunde in der Schule finden. Nun, das wäre nicht gut, glaube ich. Ich kenne mich nicht mit nichts anderem aus als mit Recht. Oder nicht einmal mit Recht, wenn man gewisse Leute fragt. Vielleicht ist das Problem ja das Wort Kanzlei. Es sollte besser eine Agentur sein. Du meinst, wie eine Talentagentur? Verzeihe meine Frage, aber braucht man dazu nicht Talent? Du hast doch mich, oder nicht? Ich bin Profi! Profi? Yep! Schließlich bin ich ein direkter Nachkomme des berühmten Zack Grammery! Direkter Nachkomme? Er ist dein Vater! Oh! Und jetzt bin ich auch ein direkter Nachkomme des berühmten Felix Wright! Ein 8-jähriges Mädchen hat gerade mein Ego gestärkt. Toll! Ist doch toll! Gefällt mir. Die Kleine ist so putzig. Man könnte fast gar nicht glauben, dass ihr Vater gerade abgehauen ist. Da ist man doch normalerweise total traurig und so, aber sie? Ah! Könntest du mir etwas mehr über deinen Paps erzählen? Über Zack Grammery? Paps? Natürlich Paps! Welchen Paps meint sie? Paps war einfach fantastisch! Der größte Star der Grammery-Truppe! Und die ist einfach großartig! Die Grammerys, die waren oft im Fernsehen. Hab sie in letzter Zeit aber kaum gesehen, fällt mir da gerade ein. Wenn man Zack und Valent Grammery zusammennimmt, dann geschieht Zauberei. Einmal haben sie einen riesigen Wasserfall mitten auf die Bühne gezaubert. Und diese riesige Forelle ist diesen riesigen Wasserfall raufgeschwommen. Lass mich raten, gab es einen riesigen Angler, der oben auf sie gewartet hat? Ich wünschte, ich hätte mehr von Paps Zaubern gesehen. Ah, ich hätte besser nicht so früh darüber reden sollen. Frag mich, was mit mir passieren soll, da Paps und Mama beide nicht mehr da sind. Mama? Ja, was ist mit Mama? Ich weiß nichts über Trucys Mutter. Aber ich hab die Zauberei und einen großartigen Paps, auch wenn er arbeitslos ist. Weißt du, ich denke, es wird alles wieder gut werden. Ich frag mich, ob sie über ihre Mutter reden wird. Naja, aber zuerst das mit dem Profi sein. Das ist wichtig, ultra wichtig. Also, Trucy, du bist ein Profi? Ja, sowas ähnliches sagt man doch immer. Babyfrösche werden zu Fröschen. Das sagt man? Ich fand das immer lustig. Was denn? Sind Babyfrösche denn nicht eigentlich Kaulquappen? Vielleicht dachte sie, man könnte es so einfacher verstehen. Blödsinn. Okay, also letztendlich bist du eine professionelle Zauberin, Trucy. Stimmt, genau. Und, willst du einen Trick sehen? Du willst mir einen Zaubertrick zeigen? Ja, sie muss es uns sogar zeigen. Das brauchen wir. Ja, ich würde gerne einen Trick von dir sehen. Die Zukunft der Agentur hängt ja schließlich davon ab. Das ist die richtige Einstellung. Bereit? Hier kommt es! Tada!
Leute, ich bin Herr Hut. Muss schon sagen, es tut gut, gesehen zu werden. Sie hat also schon damals mit Herr Hut herumgespielt. Ah! Wow, das war verblüffend. Der unglaubliche Herr Hut, ist er nicht großartig? Der freundliche Herr Hut von nebenan steht zu Ihren Diensten. Er ist wirklich beeindruckend. Nicht wahr? Ich bin so froh, dass du ihn magst, Paps. Durch meine Routine bin ich manchmal etwas vorschnell. Ha, nicht wahr? Vorschnell. Ha. Was will mir Herr Hut wohl damit sagen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Egal, wir haben jetzt dafür den unglaublichen Herrn Hut, der Gericht sagte. Oh mein Gott, wir haben einen Holzklotz reingesteckt. Ah, da freut sich die Kleine. Moment mal. Aha, das sind ja noch alle unsere Beweisstücke. Abgesehen von der Anwaltsmarke, die jetzt weg ist. Nun ja, sprechen wir mal über Ihre Mutter. Wer ist sie? Könntest du mir was über deine Mama erzählen, wenn das okay ist? Mama war wunderschön. Auf der Bühne sah sie wie ein Engel aus. Auf der Bühne? Du meinst zusammen mit deinem Paps? Yep. Sie war dort immer mit Sack und Willens und lächelte. Aber dann ist sie fortgegangen. Fortgegangen? Es war eine große Illusion. Sie machte einen Fehler. Sie ist verschwunden. Ich glaube, sie wusste nicht mehr, wie sie zurück konnte. Ja, vielleicht. Ich habe viel geweint damals. Da hat mir Paps das hier gegeben. Hier. Hm? Das ist deine Mutter? Sie ist wunderschön. Ja, und sie kommt uns recht bekannt vor. Sie heißt Talassa! Talassa Gregory! Armes Mädchen. Ich wusste nicht, dass ihre Mutter verschwunden ist. Und jetzt ist ihr Vater auch noch verschwunden. Direkt vor ihren Augen. Hey, Paps! Du wirst doch nicht... Keine Angst. Ich werde nicht verschwinden. Versprochen. Plan. Paps hat gesagt, man muss immer einen Plan für den Notfall haben. Schätze, zu mehr als einem Notfallplan tauge ich wohl nicht. Manu. Ich denke, das ist für heute wahrscheinlich genug. Es tut mir leid, so viel auf einmal von dir zu verlangen. Ist schon okay. Wir sind ja schließlich eine Familie. Ich hoffe, du bist bereit. Die Talentagentur Wright eröffnet morgen. Richtig. Repräsentieren wir eigentlich jemanden? Mich und dich. Das sind schon zwei. Ich denke, man braucht mehr als zwei Leute für eine Agentur. Außerdem, du bist eine Zauberin, aber ich habe kein Talent. Oh, ich bin sicher, dass es etwas gibt, was du gut kannst. Nun, wenn du es so formulierst. Du meinst, du kennst keine Tricks, keine alten Geschichten? Das reicht nicht. Ein Junge sollte immer ein oder zwei Tricks in der Tasche haben. Schon gut, ich werde mir etwas überlegen. Das ist die richtige Einstellung. Bis morgen früh in aller Frische, Paps. Willkommen im Team, Papsilein. Papsilein, oh. Das Team. Okay. Wenn Zauberer verschwinden, lassen sie manchmal etwas zurück. Deshalb wurde Trucy zu Trucy Wright, meiner Tochter. Mal ganz ehrlich, die ersten Tage war ich ziemlich verloren. Wenn ich daran zurückdenke, war es eine ziemlich dunkle Zeit in meinem Leben. Aber Trucy, die glückliche, lächelnde Trucy, sie war mein Lichtschimmer. Yeah.
Natürlich, Lichtschimmer. Oh, das klingt so süß. Aha, und hier haben wir unsere Markierung. Jedes Mal, wenn wir eine Datei beendet haben, wird das markiert. Und wenn wir alle Dateien so fertig markieren konnten, dann sind wir fertig mit dem Mason-System. Das heißt, der letzte Prozess kann dann beginnen. Dieses System dient eigentlich nur dazu, die letzten Geheimnisse zu erfahren und vor allem, was bei Phoenix passiert ist. Und das wirkt auch noch... hat noch große Dingsbums. Auswirkungen auf den Prozess, also den Prozess von Vera Misham und auch sogar auf Trucy und Apollo. Was das genau ist, wir werden gleich weitermachen. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.